So, wie geht's denn hier nach Jüttenheim? Erfahre einmal nach Jüttenheim, bitte. Was ist das? Aha. Ist das etwa Jüttenheim? Wobei, wir haben auch Welt verfügbar. Jüttenheim. Ja, weißt du was? In diese Welt reisen. Es ist soweit. Es geht los. Haha. Let's go. Ab nach Jüttenheim. Mal gucken, was passiert. Das wird nicht funktionieren. Was? Was? Es ist kein Weltenkristall da. Oh. Field muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Was für Augen wie er, Mimi? Ich habe ein Auge. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs. Ich dachte, es funktioniert. Na toll. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es noch. Er weiß, wo er es versteckt hat. Was? Er hat das Auge noch? Gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Hört mal, er ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri! Na dann, würde ich sagen, gehen wir zu unseren Zwergenfreunden. Die sind ja hier um die Ecke. Gut, dann machen wir das doch. Mal gucken, vielleicht können die uns ja wirklich weiterhelfen. Das wäre ganz cool. Hallo, Freunde! Hi! Hey, Jungs! Eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Oh. Das... Was? Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich... Alter, was ist denn mit dem? Er gab mir den Auftrag. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich... Verzeihung, entschuldigte mich. Na, das hilft ja weiter. Was ist denn mit dem? Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelesen. Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Ist das Mais, hat er gesagt? Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Hm, gut. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen drin? Alter. Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Die Weltenschlange, ja? Ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Wie bitte? Alles, was ihr tun müsst, macht es jetzt. Bloß ein weiser Rat. Bloß ein weiser Rat. Und was hast du da draußen entdeckt? Ich schau mal gerade, ob wir irgendwas machen können. Aber ich glaube, hier nicht genug Ressourcen. Wir brauchen eine Frostflamme. Chaos-Klingeln. Klingeln. Da brauchen wir die Chaos-Flamme. Oh. Ja, die verbessern wir. Klauen Köcher. Warum haben wir das noch nicht gemacht? Verbessert auf Max. Cool. Dann haben wir das auch. Brustrüstung. Ah, das können wir noch nicht machen. Wir brauchen Asgarder Stahl, um unsere Rüstung zu verbessern. Schade eigentlich. Oh, ich sehe gerade, wir könnten... unseren Griff verbessern. Ich mache mich da irgendwie, weiß ich nicht, ich mache es mir da irgendwie schwer, so Ressourcen zu verbrauchen. Hier zum Beispiel unbeständiges Erz. Wenn wir das wirklich einmal haben, will ich das dann hierfür aufnutzen? Vielleicht gibt es ja auch einen besseren Klingenknauf. Das kann natürlich sein. Hier, reine Essenz der Welten. Eins von eins. Die will ich dann verbrauchen. Ich lasse es erstmal. Ich versuche es erstmal so. Wir sind eigentlich recht stark. Wir sind eigentlich recht stark. Wir kriegen das, denke ich, auch so hin, oder? Das ist jetzt Spekulation. Okay, zum Horn. Let's go. Wir gehen zum Horn.
Reden mit der Schlange, die da hinten am Chillen ist. Oh, die ist wirklich am Chillen, die schläft. Ich mache das sehr ungern. Ich wecke jetzt die Schlange. Ich weiß nicht, ob der das gefallen wird. Vor allem nicht mit unserem Anliegen. Bereit. Okay, cool. Let's go. Und da ist sie schon hellwach. Mhm. Dann erzähl mal. Alter. Ist die Statue etwa verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Alter. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. Natürlich nicht. Alter, die Schlange hat sich schon bereit gemacht dafür. Guck dir das mal an. Es ist einfach... Dieses Spiel ist so episch gemacht, wirklich. Es hat so also, geile Spielelemente. Wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange verschlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Das willst du nicht verpassen, das wirst du nicht verpassen, denn wir machen es jetzt sofort. Wir tun es. Wir schippern jetzt in den Schlund der Schlange. Ich habe Angst. Ich habe riesige Angst. Da ist auch schon ein Bötchen. Ja. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Absolut nicht. Oh mein Gott. Dieser Anblick. Dieser Anblick einfach ist so krass. Brüder, ich war an vielen seltsamen Orten. Aber das ist neu für mich. Ja. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und du, Vater? Noch nie, der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Antwort. Alter, ist das laut. Oh mein Gott, es wird sehr dunkel. Es wird sehr dunkel. Mach Licht an. Okay. Und nun? Alter, ist das beängstigend. Es ist sehr beängstigend, diese Szene hier einfach. Der Bauch der Bestie. Mimirs Auge finden. Ich gebe mein Bestes, ja. Es ist sehr dunkel. Lustig. Wir haben zwar ein bisschen Licht hier. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben. Ich weiß, es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. Suchen wir die Statue. So machen wir es. Wenn ich wenigstens ein bisschen mehr sehen könnte. Aber es wird schon langsam etwas heller. Warum auch immer. Aber so wirklich sehe ich nichts. Ich rudere jetzt einfach vor mich hin. Nicht so schlimm wie erwartet. Wie fermentiertes Heidebier. Mm. Eigentlich sogar recht angenehm. Mhm. Das bezweifle ich. Oh, hier, Atreus. Irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Nein. Ja. Oh, kann ich hier anlegen? Oh, ich kann hier anlegen. Okay. Da ist nämlich eine Kiste. Da, der Hammer. Oh ja. Ich sehe es. Aber erstmal die Kiste. Einfach ganze Schiffe verschluckt dieses Vieh. Dieser Gierschlund. Mehr haben wir hier nicht, oder? Nö. Komm, Junge. Es wird immer heller. Ich weiß nicht mehr warum. Okay. Von mir aus. Da ist der Hammer. Thors Hammer. Von der Statue. Und jetzt legen wir an. Hier ist ein ganzes Gebäude drin einfach. Ich sehe etwas da drüben. Wo denn? Da drüben? Wo denn? Da ist ein Baum. Ja und? Der Junge verarscht mich wieder. Irgendwann muss ich ihn mal
Möbel. So, komme ich hier irgendwie vorbei? Wie komme ich denn da hin jetzt? Ach, von hier oder was? Nee, auch nicht. Ah, Moment, ich sehe gerade was. Was auch immer das ist. Ah, das könnte hinhauen. Komm schon. Noch ein Stück. So, jetzt bitte hier. Kommen wir da irgendwie hoch? Was hat das jetzt gebracht? Oh, ich sehe es gerade. Okay, alles klar. Jetzt kann man hier hochklettern. Also, wirklich klettern. So. Ja, komm mal mit, Atreus. Und Mimir. Da geht's runter. Das Ding haben wir gerade hier rüber geholt. Und jetzt schweben wir einfach wieder zurück. Da. Das war der Plan und hat gut geklappt. Eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Ha. Okay, dann sollten wir die gesamte Statue einmal zerstören, die hier drin rumlungert. Wenn das möglich ist. Ich kann mich nicht erinnern. Ich meine, ich habe das Spiel schon gespielt, aber das ist schon so lange her. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe es einmal durchgespielt. Da ist eine sehr leuchtende Kiste. Die werden wir direkt mal öffnen. Na komm, was ist drin? Oh, da ist das Auge drin. Ja. Ist dein Auge. Ach krass. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Na dann. Sachte jetzt, sachte. Ah, besser? Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Das glaube ich dir gern. Zu Tiers Weltenkammer zurückkehren. Das war's dann auch schon hier. Viel weiter kann man nicht. Ich dachte ehrlich gesagt, wir müssen hier irgendwas zerstören. Oh, ich habe noch eine Kiste. Ich wollte schon gehen. Gut, dass wir nicht gegangen sind. Sohnemann, öffne bitte. Was haben wir Schönes da drin? Okay. Symbol der Standhaftigkeit. Nehme ich, natürlich. So, hier können wir runter. So. Mhm. Ja, dann schippern wir wieder zurück, würde ich sagen, oder? Wie ist das mit mir? Tja, ich kann nicht sagen, dass ich mich wieder ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. So ist es. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Was denn? Was heißt es denn? Mimir, erzähl mal. So. Ah. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Wir signalisieren. Oh. Was ist da los? Hab ich mich erschrocken. Was war das? Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmungandrs Marken? Nein. Etwas stimmt nicht. Ja, da stimmt wohl irgendwas nicht. Was ist das? Oh was mein Gott. Gar nicht gut. Oh, oh. Es ist vorbei. Ja? Denkst du das? Sind sie geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genau. Okay, let's go. Wir wollen auch raus. Wir wollen raus. Mach deinen Schlund auf. Es wird immer dunkler. Ich sehe wieder gar nichts. Versuche, das Gleichgewicht zu halten. Okay. Das Boot schwankt dich. Ja. Ich hab dich. Das Boot macht's nicht mehr lang, glaube ich. Auch wenn ich nichts sehe. Okay, jetzt erinnere ich mich wieder, warum wir unsere Ausrüstung checken sollten. Alter, die riesige Schlange. Junge? Junge,
Wo ist er? Oh. Alles gut. Hab mich schon daran gewöhnt. Okay, gut. Was ist passiert? Oh, wir sind an dem... Machen wir das? Bei dem Eisriesen, dem Gefallenen. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Ja. Die gute Freya, also. Freya. Wir können ihr noch trauen, oder? Klar. Alter Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Mhm. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Mhm. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Einfach so, einfach so. Was ist los? Was ist passiert? Da! Alter. Voll krank. Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung? Auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Nein. Was denn? Mein Sohn. Ja. Mutter. Ein glückliches Wiedersehen sieht aber anders aus. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle? Ich fühle gar nichts. Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich... gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos. Das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Und das weiß er ganz genau. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Ja. Das wieder. Yep. Und zwar mit Fäusten. Um es fairer zu gestalten. Nein, ich kann zu ihm durchdringen. Nein, kannst du nicht. Mann gegen Mann. Nur mit Fäusten. Und Fallen. Fallen ist auch okay. Sohn! Oh, au, au! Oh, oh. Oh nein. Was tust du, Freya? Auf damit! Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu. Nein, Junge. Na schön. Halt!
Oh Gott, oh nein. Mein Gott, nein, Matthäus. Nein, nein. Du blutest. Atme, Junge, atme. Nicht mein Blut. Oh, 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 oh. Was ist das? Ich kann das spüren. Gut, gut. Ich kann jetzt alles spüren. Es waren die Pfeile. Ist verwundbar. Diese komischen Pfeile, die wir von Sindri bekommen haben, glaube ich, ne? Haben die von Sindri bekommen? Freya war voll dagegen, als sie diese Pfeile gesehen hat. Alter! Das werdet ihr nicht tun! Alter, dieses, was dieses ist los? Spiel. Will Freya uns töten? Nein. Hörst du den Wind? Wir bewegen uns. Dieser Pfeil, weil der schlug auf den Mistelzweig? Im Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt, der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt, langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Wohin geht's jetzt eigentlich? Wenn ich fragen darf. Okay. Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen. Nein, das Weib, kannst du nicht. Weib. Er hat vor, dich zu töten. Ja. Du kannst mich nicht aufhalten. Niemand kann das. Wo bist du? Wo ist Zeig er? Dich. Es ist mir egal, wenn er mich tötet. Ich werde ihn beschützen. Ich lasse ihn nicht sterben. Das ist eben die Liebe das einer Mutter. Alles bald vorbei. Ich gehe immer nach seiner Stimme nach. Die kam von hier irgendwo. Oh, oh mein Gott. Hört jetzt damit auf. Sofort. No, vergiss es. Ja, das ist schön. Okay, alles klar, wie du willst. Au, aua. Mann, du. Oh, oh, wie wunderbar. Okay, das dauert doch schon sehr lange. Ich würde doch gerne wieder zurückgreifen auf meine Waffen. Ich fühle! Also wenn du das fühlst, müsstest du tot sein. Es ist kalt! Okay, und ich bin heiß. Das tut mir leid, der tut sich selber weh. Glaubst du, das hält mich auf? Das hält dich auf, glaub ich mir. Ich werde dich kriegen! Wo ist er? Ich kenne dich in meiner Erinnerung! Na komm! Ciao! Wie der Riese uns aber angelotzt von da oben. Er ist aber so ein epischer Fight. Na komm schon. Ich seh nix.
Die Kameraperspektive, ne? Yes! Nice! Geh mir aus dem Weg, toter Riese. Okay, komm schon. Junge, der Kristall. Ja, einmal schießen bitte. Tschüss. Au. Atreus. Ich bin hier oben. Mir geht's gut. Gut. Sehr gut. Sehr gute Position. Von da oben... Kannst du nicht draufhauen. Geht es wunderbar. Hab mich nie so lebendig gefühlt. Aufhören! Lieber! Okay. Ja! Ja! Verdammt! Weg mit dir, du Abscheulichkeit! Der ging daneben. Verdammt. So, ist gut. Wie wundervoll. Unglaublich. So befriedigender sein. Ja? Alter, gewinne erstmal. Wir haben ihn zu langsam. Die hat sich einfach freut darüber. Oh ja! Der erinnert mich teilweise an Joker, wegen seiner Lache auch. Müsste ihn schon umbringen. Okay, alles klar. Was für ein epischer Kampf. Er ist jetzt hinter seiner Mutter her. Ich bring dich um! Ja, das war eindeutig. So, Atreus, wo bist du? Atreus, komm her. Let's go. Von meinem Sohn. Der will dich umbringen, Mann! Du musst das nicht tun! Da! Halte ihn auf! Nice. Guter Schuss. Es geht schon wieder los. Es gab schon genug Leid. Sei still! Na los, komm! Yes! Boah, ich erwürg dich jetzt erstmal. Mist! Vorsichtig, Junge! Tu es! Tu es! Let's go! Das ist geil! Und tschüss! Ey, das ist so episch einfach. Oh mein Gott. Da fließt schon jede Menge Blut. Na komm, komm auf, Gerhard, du bist stärker. Vielleicht noch nicht. Vor eurem Tod möchte ich euch danken. Euch beiden. Ihr habt vollbracht, was selbst der Allvater nicht konnte.
Ich war nie so lebendig. Ironisch, oder? Mhm. Voll. Weißt du was? Guck mal hier. Ja, ganz genau. Jetzt geht's nämlich rum. Warum sterbt ihr nicht? Achso, ich bin noch im Dingensmodus. Das sollte ich nutzen. Ich explodiert. Klar darf ich das. Man kann alle aufhalten. Verdammt. Oh, wohin? Okay, der ist wieder Eis. Jetzt ist er wieder Feuer. Jetzt wieder Eis. Okay. Haltet mich nicht auf! Okay, danke Sohn. Tag-Team ohne Ende. Au. Na, das sieht Freya bestimmt sehr gerne, oder? Oh mein Gott, okay. So, ich hab eine Idee. Was denn? Junge? Gut gemacht, Junge. Die Weltenschlange schnappt sich einfach diesen Riesen. Das war's mit Freya. So, komm her, Junge. Jetzt reicht's mir aber mit dir. Komm schon. Bin dabei. Tu es. Halt. Bitte. Er ist besiegt, Vater. Er ist keine Gefahr mehr. Du hast ja recht. Du wirst uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Doch, den brauchst du. Den aber ganz schön vermöbelt. Ganz gleich, was ich tue oder sage. Du mischst dich einfach immer wieder in mein Leben ein. Ich wollte dich doch nur beschützen. Ich war... Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest.
Versuch mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Kerl. Ich liebe dich. Warum? Warum kümmert dich das? Du hättest gehen können. Der Kreis endet hier. Wir müssen besser sein als das. Oh. Das war das Ende. Nein, 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 mein Sohn, mein lieber, süßer Sohn. Nein. Und trotzdem ist sie für ihn da. Freya. Er wollte es. Ich schwöre hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel anzutun, versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hehls Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Alles. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige. Alter, Gänsehaut. Ich tötete meinen Vater. Das war dein Vater, Neil. Yep. Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Absolut nicht. Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter. Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Es tut mir eigentlich echt leid, aber er wollte sie umbringen. Dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Alter.
was für eine Szene, wirklich. Beenden wir diese Reise, solange ich die Kraft habe. Eine der krassesten Szenen des Spiels, finde ich. Wenn nicht sogar die krasseste. Bei der Szene hatte ich so Gänsehaut damals, als ich das erste Mal gehört habe. Und jetzt wieder. Ich verstehe nicht. Ich weiß, es war richtig, sie zu retten. Aber sie war am Ende richtig böse. Ja. Nicht böse? Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Ja, Mann. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Das stimmt wohl. Legion. Freya scheint immer mehr Magie in der Hinterhand zu haben. Zuerst hat sie ihre Wurzeln benutzt, um zu versuchen, Vater und Baldur aufzuhalten. Aber sie waren zu stark. Dann hat sie Tamur wiederbelebt, den Riesensteinmetz. Das war unglaublich, aber es hat noch immer nicht funktioniert. Baldur hat weiter versucht, Freya zu töten, und das konnten wir nicht zulassen. Also haben wir weitergekämpft. Und Freya hat diese komischen Kreaturen gerufen. Sie haben immer wieder versucht, Vater vom Kämpfen abzuhalten. Glücklicherweise lassen sie sich leicht besiegen. Trotzdem gibt es echt viele von ihnen. Hab ich gemerkt. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Ja, das stimmt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort. Freier darin. Nur, gebt ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. Dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Ich würde gerne... zu Hause? Nee. Brocks Laden. Zu Brocks Laden möchte ich. Das liegt in der Mitte des Sees. Odin muss ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nach Jittenheim folgt. Sicher nur Lügen. Warum hat die Mistel den Bann gebrochen? Warnenmagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Baldur war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Und das ist nicht mehr. Sie wollte nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich dumme Entscheidungen treffen. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, ihr beiden, habt ihr irgendwas zu erzählen? Oder nicht so? Nee, sieht nicht danach aus. Oder haben wir irgendwas bekommen? Haben wir nichts bekommen? Verlorene Gegenstände. Springer Rüstungssplitter. Grausige Springer-Trophäe. Ja, auf geht's. Let's go. Wo haben wir das denn liegen gelassen? Kann mich gar nicht erinnern. Vielleicht okay. Nächstes Mal. Ja, wieso? Wir haben doch was bekommen. Ist alles gut. So, wir müssen hier entlang zu Tyrs Tempel. Es geht los. Ich glaube, wir werden die Riesen sehen. Also, sofern alles nach Plan verläuft. Ja. Einen Weg nach Jüttenheim finden. Ja, das würde ich gerne tun. Stelle Jüttenheim ein und dann geht's los. Vermutlich. Okay. Ist das jetzt die letzte Mission? Ist das die letzte Mission? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ziele. Wir haben ja da bestimmt noch irgendwas zu erledigen. Ich meine, wir wollten ja noch in die Welt des Nebels. Die Welt des Feuers. Muspelheim und Niflheim. Des Nebels, des Feuers. Da gibt es optionale Aufgaben. Optionale Aufgaben, die aber mit der Hauptstory so nichts zu tun haben. Die Walküren, ja, können wir auch machen. Da müssen wir alle abklappern. Das kann ich vielleicht in einer Extra-Folge machen. Aber Mutters Asche, ein Weg nach Jötunheim, das ist, glaube ich, tatsächlich die letzte Mission. Die letzte Mission. Und das werden wir machen. Aber nicht mehr in dieser Aufnahmesession, Freunde. Das machen wir in der nächsten Folge. Sehen wir dann, wie es dann nach Jötunheim geht. Wie Jötunheim aussieht. Und ob wir es hinbekommen, die Asche unserer Frau oder der Mutter von Atreus endlich den Bestimmungsort zu erreichen. Und ja, ich bin mal gespannt, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.